Ja, willkommen meine lieben Freunde. Wie ich gestern schon unter die Kommentare geschrieben hatte, ich weiß ja nicht, wer das von euch verfolgt und wer nicht, der liebe Herr nette Mirko Wayne bzw. Ingame Brightly. Wo haben wir denn da? Hat uns einen Bolo-Kloak geschenkt. Total geil, ich weiß nicht, wie ich dafür Danke sagen soll. Und dementsprechend mache ich jetzt das, was ich gestern gesagt habe, was ich mache. Ja, nicht wundern, wenn sich meine Stimme ein bisschen komisch anhört. Ich bin mega erkältet. Lang die Skills ohne Verzögerung einsetzen. Habe ich da an? Funktioniert ja wieder super. Das sind halt schon mal so Sachen, dass man steckt bestimmt, wenn man jetzt nicht geht. Müssen wir das halt so machen. Schon mal nichts passiert, aber natürlich war alles im Kettenmoment. Ein bisschen lecker, wenn ich das geht's, kann ich nicht dann, wenn ich sie drücke. Aber egal, kriegen wir trotzdem was. Ich denke, das ist geil, dass es wirklich Probleme bereitet. Thank you.
Weil das so schön ist, machen wir einfach mal hier. Alles gut, gut. Alles Bäume, die ich noch habe. Ich werde trotzdem weiterhin gucken, ob ich billig oder was ich brauche, weil ich finde es immer noch ganz lustig. Das ist halt auch noch ein anderes, wenn ich immer in der Seite setze. Das finde ich dann ab und an immer ganz cool, auch wenn ich das Spawn will, durchziehen kann. Wie haben die denn überlebt? Jetzt mal ernsthaft. Kann ich schon mal gucken. So, genau. Die beiden hier, die drücken wir jetzt mal durch. Und das ist im Moment alles, was wir gekriegt haben. Oh, und schon 400.000. Ja, nice. So. Ich habe mich ja auf den dritten Server verzogen, damit mir nicht so viele Leute auf die Eier gehen. Dann habe ich hier dieses ganze scheiß Getext überlassen. Nervt mich aber wahrscheinlich ein bisschen. Ui. Ja gut. Dann gehen wir mal los. Ich mal vom Prinzip her auch einmal da noch reinwickeln. Hat ja super funktioniert. Ja, dann machen wir halt so weiter. Mal gucken, was dabei noch dazu kommt. Oh, egal. Killen wir die halt alle nach und nach. Ich hab vor mir, so eine Kugel zu suchen und die alle da reinzusetzen und dann nach und nach rückzubekommen. Und jetzt alle auf einmal reinzuführen. So. Das hat ja super funktioniert. Oh, warte mal. Jetzt darfst du da gerne weiter. Diese Items können wir dann direkt wieder der Gilde spenden. Ja, kann man mal machen. Warum habe ich eigentlich die hier nicht an? So. Und die Frage, ob ich den reinzuarbeiten, aber es mehr Sinn macht, das entspannt nacheinander wegzuhauen. Ich glaube, das ist sinnvoll. Nacheinander wegzuhauen. Meine Fresse. Wir sind, glaube ich, gerade rausgeflogen. Ja gut, dann eben neu laden. Bis gleich.
So, da sind wir wieder. Ist uns ganz kurz hier mal wieder das Spiel abgeschmiert. Ja, könnte daran liegen, dass ich aus Versehen oben über den Ball, über den Luftballon da gekommen bin. Das wäre gut möglich. Weiter geht's. Machen wir rein da. Diese Level. Keinen Sinn der Zeit. Außer Geschwindigkeit, aber das ist relativ dumm. Allein von dem HP habe ich so mehr und Attack und so habe ich halt so auch mehr. Ist halt schade eigentlich. Aber der Punkt ist generell besser, weil er All Stats plus 4 mehr, 10% HP und 10% Geschwindigkeit. Das ist schon ziemlich geil. So wenig das Egal. Das ist auch schwer. Thank you.
86, der ist 9 Level über uns, das könnte schon schwierig werden. Schnell machen, wenn er halt wegfliegt. Läuft. Also 20% Nahkampfabwehr fehlen, ist klar, dass viel mehr Schläge durchkommen. Und das muss ja nicht unbedingt sein, ne? Kann man ja verhindern, wenn es geht. Ich habe nur das Gefühl, dass unsere Gilde hier auch nicht so wirklich aktiv ist. Jedes Mal, wenn ich online bin, bin ich quasi der Einzige, der wirklich da ist, wenn ich denn online bin. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn ich nicht online bin, aber... Wie sind da nicht so viele da? Oh. Kacke. Nehmen wir einen davon. Das juckt uns ja nicht so direkt, wenn ich ehrlich sein soll. Ist mir das ja relativ egal, wir verlieren ja nichts. Ich weiß nicht, ob ich den Platz wieder finde, wo ich jetzt gerade war. Müsste, glaube ich, so grob hier, genau, da müsste das irgendwo sein. Weiß ich jetzt gerade gar nicht auswendig. Hier müsste irgendwo der Irre rumfliegen, da ist er. Wo kann er mehr weg? Der nicht. So. Das war natürlich jetzt doof, aber egal. Für so eine Spende sterbe ich gerne. Verlieren ja nichts. Wie so viele von. Ja, war klar, dass die ein bisschen härter sein können. Wenn jetzt der Watanga Giant kommt, ne? Die da drunter sind ja ein bisschen einfacher dann hier. Aber wenn jetzt der Watanga Giant kommt, dann könnten wir echt verkackt haben. Also mal gucken, der Maschpui ist ja niedriger wie die anderen. Weil mir wäre eigentlich der Watanga Giant mit am liebsten, weil der ist halt so quasi am geilsten. Nur, der haut halt auch so mit am meisten rein. Das ist dann gar nicht mehr so geil. Jetzt mal hier so. Jetzt hätte ich fast den nächsten Giant hier reingedrückt, ey. Gar nicht mal so schlimm, weil jetzt, wo der weg ist, kriege ich nochmal 1000 HP dazu. Das ist so irgendwo ganz cool. War doch schon ziemlich knapp. Oh ja, Junge, Junge. Ist ja nicht so, ne? Juckt uns jetzt nicht so direkt.
jetzt mal ehrlich sind. Er sollte relativ entspannt sein. Also, relativ, hat er seine Messung. Er ist ganz entspannt. Jetzt haben wir natürlich hier auch nochmal ein bisschen mehr HP und nochmal ein bisschen mehr Schaden und so weiter und so fort. Da sind wir direkt auf 100% Attack Speed. Alles gut. Fuck. Giant 12 Level über uns. Oh nice, eine 75er Historic Axt. Das ist natürlich. Der hier könnte echt problematisch werden, Mann. Er ist halt mal ganz entspannte 12 Level über uns. Und dann bei einem Giant, die ja eh stärker sind wie die Viecher, die wir in dem Level hauen. Oder. Jetzt heißt es aufpassen. Oh, wird schon gehen. Guck mal, wir sind über 50%, das heißt, wir haben noch ein bisschen was für die XP getan. Alles gut. Läuft. Oh, bis der weg ist, das ist natürlich kacke. Schön, das passt ja jetzt ganz gut. Also wenn er jetzt so eine 7% Lightning-Karte droppt, ich glaube, dann werde ich mich nass vor Freude. Ich mag das, wenn ich fliegen gehe, dann habe ich noch ein bisschen Zeit, um den Bildern wieder aufgehen. Es war so klar. Der Spaß ist es mir wert, wenn ich ehrlich sein soll. Der Spaß ist es mir wirklich wert. Sind ja auch nur noch 4 Giants. Alter! Da war ich jetzt gar nicht voll, da haben wir jetzt gar nicht drauf geachtet. Waren wir jetzt gar nicht voll? Full Heal? Da habe ich jetzt wirklich drauf geachtet, wenn ich ehrlich sein soll. Er hat sich aber noch nicht aufgeladen, ne? Oder? So. Alles gut. Alles immer schön. Drei Gier anziehen. Okay.
Felder sind ein bisschen damit in die mitnehmen können. Das müsste mindestens 58 sein, dann könnten wir ihn kurz mitnehmen in zwei Level. Ein Job Change machen und ab 60 dann mit ihm voll lassen. Gucken wir mal, was uns jetzt der ganze Spaß hier so einmal so ein bisschen an Geld gebracht hat. Hochzuladen, das zwischen Tischen, weil wir uns Donnerstag. Und jetzt wird mein Abendland dem immer geschenkt. Vielleicht schiebe ich das halt auch erst für Freitag ein, wenn ich jetzt nicht mehr hinkriege, das jetzt gleich noch zeitnah hochzuladen. Ich werde dann die Folge hier Donnerstag oder Freitag sein. Gesehen. So, Carry Bomb hatten wir, Hopp haben wir, dann haben wir alle einmal gesehen jetzt, nice. Das freut mich. Er ist nur 3 Level höher, die anderen haben wir auch geschafft, dann sollten wir ihn auch schaffen. Das ist eine Frage, ne? Ich jetzt ein zweiter, entscheide ich vielleicht je nachdem. Welcher Giant kommt, wenn der Watanga Giant kommt, mache ich das Ding auf jeden Fall nochmal neu an. Wenn jetzt er hier kommt, oder der Carry Bomb, oder der Mushpoi, nicht unbedingt bei Iren und Watanga, kann man auch nachdenken. Er hier ist ja völlig entspannt. Ich hatte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass wir ihn innerhalb von den 21 Sekunden umlegen. Aber okay, gut, kann ich mit leben. Aber so kann man halt auch gegengehen. Dann braucht man nicht durch die Gegend rennen. Ein bisschen Zeug ist ja dabei rumgekommen. Oh, da ist auch schon fast Sensi bei den Kollegen. Ich glaube auch nicht, dass wir Perfect Block nochmal nach Waffen brauchen. Das sollte auch so gehen. Das wird auch so gehen.
könnte der uns mit einmal wirklich davon stoppen. Das ist dann jetzt hier unsere ein O, nein, nein, einmal O, einmal R, 8 Guardian Token, 4 Historic Token, eine historische Axt und 4 4 Quest Items. Habe ich eigentlich noch Quest Items drin liegen? Ich glaube nicht, ne? Ich habe halt hiervon noch 14 Stück. Antiquary, Luja, Gorgui, Schuhhammer oder Kern, aber da schaffe ich halt keinen einzigen von. Die drei Teile schicke ich jetzt nochmal eben meinem Shopscha. Naja, ich weiß, ist sehr kreativ. Aber das juckt mich auch nicht. Hauptsache, sie kriegt mehr wie 500 Penya für die Teile raus, dann ist alles gut. So, und die Dinger packe ich das nächste Mal in die Gilde. So, und dann haben wir jetzt 2,245.470.000 Penya plus gemacht. Jo, nice. GZ. Ja. Brighty, aka Mirko Wayne. Ich hoffe, dir hat dieses Video Spaß gemacht. Und ich will einfach nochmal Danke sagen. Ich weiß halt nicht, wie ich sonst dafür Danke sagen soll, dass du uns das Ding hier halt geschenkt hast. Ich habe ja relativ viel von dem Geld, was ich habe. Ich habe ja generell nicht viel Kohle hier, aber das, was ich habe, habe ich halt in die scheiß Kisten gewastet, wo nichts rauskam. Daher finde ich das halt schon echt mega nice, dass du uns das Ding halt jetzt geschenkt hast. Ich hoffe, das ist für dich als Danke so akzeptabel. Haut da mal rein, Mädels. Ciao, ciao.